So, ich bin gerade aus Dresden zurück und ich wollte dich kurz an mein neues Setup zeigen, was unterdessen angekommen ist. Einmal, um meinen Ton zu fixen, habe ich mir die Wireless Go, Rode Wireless Go geholt. Dazu noch einen Anstecker. Hier oben an dieses Teil kann man dann den Empfänger dran machen. Das ist ziemlich nice. Hier ein Verbindungskabel, und das halt. Kommt hier raus, da kommt das dran und dann kommt es noch an dieses Kabel dran, um das dann ans iPhone zu machen. Und dann kommt es hier in das iPhone rein. Und genau, den Sender, der kommt dann, den kann man sich dann ans T-Shirt klippen oder so. Und hier habe ich mir noch ein Stativ geholt, um das Handy mal hinstellen zu können. Kann ich dann hier dran, das kann ich dann an dem Stativ befestigen. Genau. Und dann habe ich mir noch das hier geholt, ein UV-Size Ringlicht, ein Set. Da ist einmal dieser Ständer dabei, plus dieses Halterungsdingens und dann dieses Ringlicht. Und da kann man, also das ist auch nochmal so ein ähnliches Teil dabei, aber ich glaube ohne diese, ist das irgendwas mit Schuh, ohne diesen Schuh für für das Mikrofon. Aber da kann man, denke ich mal, auch das dran machen. Auf jeden Fall Ringlicht benutzt nämlich, um das einfach mal hier hinzustellen, das Gerät. Und nämlich hier zum Beispiel, ich habe mir Chips geholt, Proteinchips. Das sind alles dieselben. Und die will ich gleich mal verkosten. Und genau, das mache ich dann mit dem Ringlicht. Dann ist vielleicht das Licht ein bisschen besser, hierdurch der Ton ein bisschen besser. Jetzt zum Beispiel raschelt es extrem und dann würdet ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig verstehen, wenn ich jetzt hierüber rede. Und deswegen, ja, ich denke mal, dass das dann besser wird, weil dann ist das Mikrofon nicht hier an der Tüte, sondern es ist dann halt hier oben. Und dann ist das Ganze ein bisschen besser vom Ton, soweit ihr Dingens. Außerdem hiermit kann man das dann mal hinstellen. Zum Beispiel, wenn ich meine Update-Videos mache, kann ich das einfach mal hinstellen. Ich kann das dann auch so in die Hand nehmen. Und ja, ich zeige es euch gleich am besten einfach nochmal, wenn ich alles ausgepackt habe. Soweit aber die Theorie. Und hier ist auch noch so ein Auslösesalbei. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und man kann das hier auch richtig geil an Dingen festmachen, weil das ist so flexibel. Und das kann man zum Beispiel auch einfach, ich glaube, an einen Baum oder sowas festmachen oder an irgendeine Laterne oder so ein Kram. Das ist für mich vielseitig einsetzbar. Ja, das ist die Theorie. Ich denke, ich werde es jetzt mal aufbauen und dann euch mal zeigen. So, ich erkläre auch noch mal kurz die Unterschiede zwischen den Kabeln. Das ist das Kabel, das mitgeliefert wird. Das hat so zwei Pins hier jeweils. Und das ist, was man noch dazu kaufen muss. Das heißt, ach, wo ist es denn jetzt? SC7. Das hat hier auf der einen Seite drei Pins und auf der anderen zwei. Und das braucht ihr, damit das iPhone, man das als iPhone-Input nutzen kann. Und dann braucht ihr noch diesen Adapter, der sehr, sehr mini ist, um das dann halt noch auf Lightning zu machen. Ich glaube, dass es hier in diesem Dreier muss. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde es ausprobieren. Notfalls checke ich es einfach um. Es gibt auch ein Kabel, das habe ich natürlich direkt auch geguckt. Gibt es, ob es vielleicht so eins gibt, was einfach von dem direkt auf das geht? Gibt es. Ich habe aber nur eins gefunden, was 30 cm lang ist und das fand ich irgendwie doof. Da finde ich das so besser gelöst mit diesem aufgewickelten Dingens und hier so ein ganz kurzes. Naja. Gut. Hier ist schon mal, habe ich schon mal zusammengesteckt. Ist das Stativ. Es steht ganz gut. Ich habe mir vorher gedacht, so, ah, steht das so? Das sah immer so wackelig aus auf den Bildern, aber es ist echt stabil. Hier ist dann das, der andere, die andere Halterung, die ich da zusätzlich extra dazu geholt habe. Hier dran. Hier war auch eine dabei, aber das ist nur so eine normale, da ist nicht so ein Schuh für das Mikrofon dabei. Übrigens, dieser Schuh hier, der ist auch an ganz vielen Kameras dran. Ich kann ihn nochmal zeigen. Der hier an ganz vielen Kameras dran und dieses Mikrofon kann man praktisch dann auch auf ganz viele Kameras dran stecken. Dann habe ich so reingedingens. Das ist ein bisschen so, das ist nicht das Mikrofon, das ist der Empfänger. Hier kommt dann. Moment, ich muss jetzt hier erstmal die Kamera finden. Hier kommt dann das Kabel rein. Ich hoffe, dass es so rum richtig ist, sonst muss ich es nochmal austauschen. Und dann kommt das Ganze ins Handy rein. Genau. Gut, bis gleich.
Bei dem Mikrofon sind auch noch zwei so Windpuschel dran. Hier gibt es einige Kritikpunkte, die viele zum Aussetzen hatten, weil die irgendwie nicht so leicht anzubringen wären und leicht abfallen. Deswegen sind ja auch direkt zwei dabei. Mal gucken, wie oft ich die brauchen werde und wie schlimm das Ganze ist. Naja. Und geil zu erwähnen, dass bei diesen Rode-Dingen zwei Ladekabel dabei sind. Dann kann man praktisch beide den Empfänger und das Mikrofon gleichzeitig laden. Und hier ist auch noch eine Tasche dabei. Finde ich vom Material her aber nicht so geil. So ähnlich wie meine Trainingshandschuhe, die ich mal irgendwie bei meinen Handeln dabei hatte. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Ich mag das Material irgendwie nicht so. So, das Ringlicht ist auch aufgebaut. Allerdings noch nicht angeschlossen. Hier ist ein anderer Fuß. Der sah mir auf den Bildern her deutlich stabiler aus als diese Krakenfüße. Tatsächlich hat sich jetzt aber herausgestellt, also das ganze Produkt finde ich ein bisschen, naja, minder, also ja, es wird wahrscheinlich funktionieren, aber von der Qualität her ist es ein ganz anderes Feeling als hier. Das fühlt sich richtig wertig an, das ist eher so plastikmäßig alles. Und auch die Standfüße würde ich eher als nicht so sicher einstufen wie die hier. Also hier habe ich das Gefühl, dass die deutlich besser stehen, auch wenn die hier noch, glaube ich, nur so eine Gummierung haben. Und das eher noch nicht. Das eher nicht so. Also, naja, mal gucken. Ich schließe es gleich mal an und dann werde ich mal gucken, wie das so ist mit dem Licht. Genau, hier habe ich das zusammengeschlossen. Hier oben kann man dann was drauf machen. Kann man zum Beispiel auch das hier draufsetzen. Hier war jetzt auch nochmal eine andere Halterung dabei. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ach, hier, genau. Das ist auch eine spannende Halterung. Die kann man in sich nochmal drehen. Das heißt, man kann dann wirklich das Handy in alle Richtungen drehen. Das ist ganz cool. Das geht bei der, glaube ich, nicht so einfach. Ja. Hier ist noch so ein Stromkabel dran. Muss man dazu sagen, es ist ein USB-Kabel. Das heißt, man muss dann das USB an. Das ist einerseits cool, andererseits ist jetzt auch kein Adapter dabei. Und es ist jetzt schwierig, das an den Strom anzuschließen. Hier ist noch so eine Bedienung. Das testen wir gleich mal aus. Ich habe zum Glück einen Adapter da. Aber an sich benutze ich mein MacBook zum Beispiel noch USB-C, deswegen ist es eigentlich immer schwierig, irgendwo ein USB anzuschließen mit Strom. Naja. So, ich habe jetzt Strom drauf gemacht. Jetzt leuchtet das Ganze hier. Hier ist der An-Knopf. Plus, Minus wird wahrscheinlich heller, dunkler sein. Das andere ist vielleicht ein Farbwechsel, denke ich mal. So. Alter! Junge, ist das hell! Aus. So wird es gedimmt. Sieht hier auf der Kamera ein bisschen weißlich aus, im Echt sieht es ein bisschen bläulich aus. Es wird ganz schön hell auf jeden Fall. Das ist das hellste und das dunkelste ist. Das Dunkelste ist so, das ist aber auch echt, ja, das reicht vom Dunkelungsgrad her. Also das ist, jetzt kann man da angenehm drauf gucken und das stört einen gar nicht. So, jetzt wechselt sich die Farbe. Alles klar, dunkel, dann nochmal hell. Und das ballert. Uff. Oh. Okay. Hier ist ein Blauton. Grünlich, ach, ich bin Farben. Ach, ihr seht es ja. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube, es sind drei Farben. Ja, es müssten drei Farben sein. Beziehungsweise drei Farbtöne. Ja, ist entspannt. Ich meine es vielleicht mal aus der anderen Perspektive. So, und das ist jetzt mit Ringlicht an. Ich kann jetzt mal die verschiedenen Farben switchen. Und auch mal die verschiedenen Helligkeitsstufen. Also das ist jetzt gerade ziemlich dunkel. So finde ich es eigentlich angenehm. So würde ich es jetzt benutzen, glaube ich. Es geht aber auch noch dunkler. Nee, es ist schon die dunkelste Stufe tatsächlich. Und es geht auch heller. Also das ist, wenn ich jetzt heller mache. Jetzt sieht es dann, finde ich, unnatürlich aus. Und es blendet auch ein bisschen. Also so würde ich es nicht benutzen. Ich würde es so benutzen, wahrscheinlich. Ich mache mal aus. So wäre ohne Licht, so wäre ohne Ringlicht, ist eigentlich auch ganz grau. Und so ist mit, ist glaube ich ein bisschen bessere Konturen, man sieht es besser.
Kann ich vielleicht auch für meine Haarupdate-Videos dann mal verwenden. Ich muss das auch noch raushalten. Ich habe es einfach nicht gemacht. So, andere Farbe. Na, finde ich ein bisschen unnatürlich. Na, dass dieses bisschen, was so ein bisschen bläulicher ist. Jetzt wird's, hier wird es auf jeden Fall zu hell. Das kann man dann machen, wenn man vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Also es hängt wahrscheinlich auch die Helligkeit davon ab, wie weit man weg ist. Ich denke mir, hier reicht so eine relativ ganz schwache Stufe. Ja, jetzt ist er dieses bläuliche. Uff. Ist eigentlich auch ganz nice. Es ist ziemlich dunkel. Ich glaube, mein Favorit ist das. Ich glaube, das ist mein Favorit. Ups. Das hier ist vielleicht mein Favorit. So, auf dem Gradteil oder auf dem. Das finde ich schon ganz grob. Ich kann da ein bisschen zeigen, wie Produkte dann wirken. Ich will das halt machen, wenn ich Produkte vorstelle. Dann hat man hier schönes Licht. Man sieht hier schön, einmal steht alles, ich habe beide Hände frei. Und ich kann jetzt schöne Sachen in die Kamera halten. Sie leuchten auch schön. Das finde ich, glaube ich, ganz nice. Hier, wenn man dann. Ich glaube, das hier, das wird auch mein Lieblingsstativ werden, mein Main-Stativ, weil man kann es aufstehen. Es steht sogar stabiler als das andere, wie ich vermutet hatte. Ich dachte ja, das andere würde stabiler stehen. Aber das hier ist, glaube ich, steht stabiler. Man kann das hier sogar noch biegen. Das heißt, man kann das überall irgendwie dran machen. Und man kann es auch so nehmen und dann so alles halten. Genau, genauso hier die Produkte mit den Chips. Ich habe jetzt leider schon die Zähne geputzt. Ich finde, es sieht geil aus. Ich kann ja mal das Licht ausmachen. Wenn ich kein Licht habe. Ich weiß nicht, ob das. Sagt mal, was ihr besser findet. So, die Chips und mich. Ich finde, das sieht so trist aus. So. So ist es irgendwie ein bisschen aktiver. So hat man irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf. Es leuchtet. Es leuchtet. Hier ist es so komisch. Hier leuchtet es. Und es ist alles ein bisschen frischer, ein bisschen energetischer. Ich finde es geil. Also, ja, ich bin gespannt. So, nächstes Problem ist der Sound. Wenn ich jetzt rede, dann fuckt das aber prima. Habe ich ja eben schon erklärt. Deswegen werde ich jetzt mal den Sound hier anschließen. Leider kann ich den Sound nicht in das Ringlicht anschließen, weil im Ringlicht kann ich dieses Objektiv nur so rum anschließen. Das heißt, ich kann das Handy nur quer filmen. Das ist noch eine nicht so perfekte Sache. Wenn ich jetzt hoch kann, im Ringlicht filmen will, dann geht das nicht mit dem Tonteil hier. Ich werde es jetzt einfach so dran machen, einfach ans Handy. Wobei das auch schwierig ist, weil das liegt jetzt unten dran auf dem. Also ich kann dieses Teil ja nicht reinstecken. Egal. Ich krieg's irgendwie hin und dann sehen wir uns gleich mit besserem Ton. So, hallo. Jetzt bin ich hoffentlich mit besserem Ton da. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das einfach mal angemacht, hier irgendwie die Knöpfe gedrückt, hier diese Startknöpfe, der sich hier befindet, den habe ich länger gedrückt und an dem Gerät. Den hier. Ist ein bisschen doof, dass er hier dran kommt, wenn man das hier so reindrückt. Naja, aber es ist nicht so fest, dass er den betätigen würde. Hier höre ich denn, sehe ich den Ausschlag von meinem Mikrofon, was den Eingangspegel hier. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das hatte ich schon im anderen Video gesehen. Man sieht hier auch den Batterie. Batterieladezustand sowohl vom, ich weiß nicht was ist, eins davon ist der Sender, eins ist der Empfänger. T ist wahrscheinlich Transmitter und R ist Receiver, also ist Receiver ist das Gerät, also ist das hier der Akku links von sich selber und dann das ist der vom Sender. Ja, ich bin gespannt, wie der Ton wird. Ich habe es jetzt noch vorher noch nicht getestet. Mein Aufbau ist gerade irgendwie, also das liegt jetzt hier einfach auf dem Boden. So kann ich es auch zeigen und keine Ahnung.
Das sieht natürlich noch scheiße aus. Kann man natürlich auch im Video einfach sich so runter machen. Also die Kamera höher machen, sodass man es einfach nicht sieht. Oder wie auch immer. Man kann auch ein Mikrofon daraus machen. Es gibt so extra Mikrofon-Adapter sozusagen. Du hast dann ein Mikrofon in der Hand und dann ist vorne dieses Mikrofon drin. Und dann hast du halt einfach so ein Interview-Mikrofon. Und was Geiles, es gibt auch dieses Rode. Das Rode 2 und das ist wirklich nicht eine Erweiterung, sondern also die zweite Version davon, sondern das ist wirklich, ja, es ist die neue Version davon, aber da kannst du dann zwei Mikrofone an denselben Receiver schicken, also an dasselbe Empfangsgerät schicken und dann kannst du sowas wie Interviews machen, also zwei Leute, die irgendwie reden und dann beide haben so ein Mikrofon und beides wird dann direkt ins Handy aufgenommen, dann hast du halt ein mega minimales Setup. Ich bin Fan von minimalen Setup. Meins wird auch noch minimaler, das muss ich euch dann mal vorstellen, wenn es soweit ist. Entweder hole ich mir das neue iPhone, dann brauche ich das nicht, dann brauche ich nicht die extra Hülle, oder ich hole mir nochmal eine Hülle mit so einem Magnet, MagSafe Zusatz. Und dann gibt es einen MagSafe Adapter, den man dran machen kann, hinten ans Handy dran, der auch so einen Schuh-Dingens hat, was hier dran ist, wo man das Mikrofon reinhaken kann. Und dann hast du einfach hinten an deinem iPhone ein MagSafe, wo du dann den Fänger dran ballern kannst. Und dann hast du nicht viel mehr als einfach nur dein Handy in der Hand. Das ist eigentlich nur dein Handy in der Hand, es ist komplett kabellos und hast hier den Sender. Da muss ich mir noch was überlegen, da gibt es bestimmt gute Sachen, wie man hier was machen kann. Na egal. Das ist aber mein Wunsch-Setup, einfach nur Handy, dieses MagSafe-Dingens, was magnetisch dann da hinten dran bappt und dann schiebst du da das Mikrofon in den Finger drauf und hast das noch so. Und vielleicht später mal das Zweier, dass man beides hat, ein Interview machen kann. Ja, so, jetzt gucken wir mal, wie der Ton ist beim Auspacken von Dingen. Das hat mich nämlich immer gestört. Einmal Wind, muss ich auch mal dann draußen testen mit dem Windpuschel. Und einmal, wie das mit Störgeräuschen ist, wenn man was auspackt. Ich habe öfters mal Sachen ausgepackt, wollte ich euch zeigen, weil ich Bock drauf hatte. Das geht zum Beispiel mit dem Ringlicht auch gut, dann ist es halt irgendwie besser belichtet. Wenn ich euch hier so ein Produkt zeige, dann ist es einfach besser belichtet. Genau. Und der Geräuschpegel hat mich mal genervt. Ich habe das ausgepackt und man hat nicht gehört, wie ich geredet habe. Deswegen werden wir das jetzt mal testen. Eigentlich wollte ich die Chips essen, ich habe schon die Zähne geputzt. Dann mache ich einfach noch mal ein Video dazu mit den Chips. So. Mal gucken, wie das jetzt ist. Also hier Chips sind so laut. Ich zeige die mal in die Kamera rein. Ich hoffe, dass man mich immer noch gut versteht. War jetzt nicht so sonderlich leise, nicht sonderlich laut. Hier wuschel ich noch ein bisschen rum. Jetzt gucke ich mal, wie ist das Geräusch hier, wenn ich das so auspacke. Dass man dann mich immer noch gut versteht. Das wäre halt geil, wenn man mich immer noch gut versteht. Dann hätte sich das auf jeden Fall gelohnt. Weil dann kann ich Sachen machen und währenddessen reden. Und das ist dann auch sehr schön. Gut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch was testen wollte, sonst hänge ich es hinten dran. Abgevloggt. Wobei ich zeige euch, ich kann euch mein Setup ja nicht richtig zeigen. Ich muss mal überlegen, wie ich das mache, dass ich euch mein Setup mal dann so, wie ich es dann benutze, zeige. Weil ich habe ja nur eine Kamera und das ist mein Handy und ich kann mit meinem Handy nicht selber filmen. Ich muss mal gucken, vielleicht im Spiegel oder sowas. Oder ich nehme mal eine andere Kamera irgendwie, irgendeine. Mhm. Gut, dann bis dann abgefloggt. Mir gefällt das einfach, das Licht. Und wenn der Ton jetzt noch geil ist, ich hoffe, der Ton ist geil. Okay, bis dann, abgevloggt. So. Ja, ich habe jetzt hoffentlich mit besserem Ton. Ich hoffe, ihr hört den Unterschied. Ich habe eben noch nicht den richtigen Ton gehabt in dem Video, wo ich meinte, ich bin mir unsicher, ob es der richtige Ton ist, also in dem Teil des Videos. Und wo ich das mit den Chips getestet habe. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht der richtige Ton war, weil die Chips waren sehr laut. Und ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ich weiß es nicht, ich habe es immer noch nicht getestet. Das ist jetzt praktisch der Test, aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Das Kabel hat auch nicht richtig drin gesteckt. Vielleicht lag es daran.
Also vermutlich. Also mir war dann ein Fiepen aufgefallen und dann ist mir aufgefallen, ah, okay, das Kabel steckt fast gar nicht drin. Und ich glaube, das war einfach nicht verbunden. Genau, jetzt sollte alles verbunden sein, ihr solltet einen Unterschied hören. Jetzt teste ich das nochmal mit den Chips. Schnappen mir jetzt die Chips und ich hoffe, dass der Ton geil wird. Ich hoffe es einfach. So, das sind die Chips. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen leiser zu sein. Das sind die Chips. Super toll, werde ich noch vertesten. Jetzt ein bisschen lauter rumrascheln. Ich hoffe, dass ihr mich immer noch hört. Ich rede natürlich leiser, als ich normalerweise reden würde, weil es gerade abends ist. Hier, wenn ich was auspacke. Ich hoffe, dass man dann immer noch so ein bisschen folgen kann und das nicht zu doll stört. Ich weiß es aber auch nicht. Hier so ein bisschen in weiter Ferne, so ein Geraschel. Und jetzt stehe ich nochmal auf und gucke nochmal, wie der Ton ist, wenn ich einfach weiter weggehe. Hier ein mieses Workout, Durchbretter. Schön hier den Bizeps. Schön hier einfach aus dem Bild auch mal raus verschwinden. Einfach irgendwo sein. Ich gehe jetzt auch mal in den Flur. Moment. Und bin jetzt einfach hier, einfach mal 10 Meter weg. Oder nein, 10 Meter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein gutes Stück weg. Und ja, ich hoffe, der Ton ist immer noch sehr nice gewesen. Ich habe jetzt leiser geredet, weil es abends ist. Ich bin gespannt, wie das mit den Puscheln wird bei Wind. Und hoffe einfach, dass es jetzt ein sehr nice Setup ist, mit dem ich viel Spaß haben werde. Bis jetzt finde ich es gut. Vom Licht her finde ich es geil. Vom Ton finde ich es geil. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser jetzt ist, die Qualität, als am Anfang des Videos. Und ja. Genau. Ich will noch irgendwas sagen. Genau, es ist einfach, so mit diesem Setup, mein Ziel ist es, mit einem minimalen Setup trotzdem irgendwie eine geile Qualität hinzukriegen, ohne dass ich hier groß nachbearbeiten muss, schneiden muss, mich groß auskennen muss mit irgendwelcher Technik, irgendwelche Riesenlampen habe. Mein Bruder hat zum Beispiel riesige Lampen so, wo er dann irgendwie noch so Softboxen und so Kram. Ja, sowas will ich nicht. Ich will irgendwie mobil bleiben. Und ja, ich hoffe, und vor allem jetzt mit einem Ringlicht kann ich halt gut Produkte vorstellen. Das feiere ich halt hier, wenn man sowas zeigt. Und es sieht einfach, seht ihr das? Wenn es geil belichtet ist, einfach. Wenn es einfach hier, das ist einfach nur irgendein Stecker. Aber okay, das ist. Oder den muss ich mal auspacken. Da ist noch eine Folie drum. Ne? Ich lasse es einfach. Hier, es sieht einfach irgendwie ein bisschen besser aus. Ihr wisst, was ich meine. Ich mache das Ringlicht nochmal aus. Hier ist das hier. Das Produkt ohne Licht mit, und jetzt ist es ohne, so, keine Ahnung, das ist irgendwie, hier sieht man ein bisschen mehr. Genauso beim Puschel, sieht voll nice aus, der Puschel. Ja, und hier sieht man, erkennt man irgendwie nichts, hat einen schwarzen Kloß auf der Linse. Ich denke, es ist klarer geworden. Gut, bis dann, abgevloggt, es kommt noch bestimmt was, aber egal, bis dann. So, ich denke mal, dass das jetzt mein Setup werden wird. Ich habe jetzt diesen Tripod-Ständer genommen, da das Handy drauf gemacht, ist dann zur Seite gebogen. Ich denke mal, dass ich in Zukunft vielleicht wieder vielleicht auf Querformat wechseln werde, einfach weil das irgendwie, das Setup ist einfach so, dass es auf Querformat ist. Und ja, gut. Und dann an der Halterung ist jetzt der Ton dran. Und das Ringlicht habe ich jetzt einfach nur daneben stehen. Und verwende das als zusätzlich, kann es jetzt auch noch bewegen. Aber es ist jetzt nicht, das Gerät ist jetzt gerade nicht, das Handy ist gerade nicht in dem Ringlicht drin. Was dazu führt, dass das Ringlicht zwar da ist, aber ich kann das Ganze jetzt hier nehmen und einfach mit mir rumtragen. Und hier ist das Ringlicht von hinten. Also hier ist es. Kann jetzt das Ringlicht einfach als Ringlicht, als Lampe benutzen. Aber ich muss ja nicht unbedingt immer das Handy direkt reinmachen. Das mache ich vielleicht bei Produktvideos. Aber so ist eigentlich ganz nice.
kann jetzt das Ganze hier einfach wohin stellen. Ist gerade ein bisschen schwieriger mit dem Aufstellen, weil einmal bin ich noch nicht so geübt und es hängt das Handy hängt jetzt so ein bisschen mit so einer Schieflage, weil ich das auf Hochkant kippen muss. Sonst, wenn es jetzt in normaler Lage wäre, wäre es einfacher. Jetzt stehe ich mal auf, gucke, ob der Ton so bleibt. Wie gesagt, ich rede hier immer noch relativ leise, weil es abends ist. Ich hoffe, dass der Ton gut ist. Eben war das Kabel nicht ganz richtig drin, habe ich gesehen. Da gab es so ein paar Störsignale. Ich hoffe, dass die jetzt weg sind. Wenn es ganz leise ist, hat das ein bisschen gefiept. Ich bin jetzt kurz leise. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr gefiept hat, weil das Kabel war fast komplett draußen. Gut, das war es jetzt abgevloggt. Noch eine Sache, das auf jeden Fall schon nämlich nervt. Wenn ihr euch das Video angucken wollt, müsst ihr immer unten den Stecker rausziehen. Weil solange ihr den Stecker unten nicht rauszieht, denkt, dass es ein Kopfhörer wäre und benutzt nicht eure Lautsprecher, sondern benutzt es so, als wenn es Kopfhörer wäre und dann versickert das Signal praktisch im Gerät. Das heißt, ihr müsst immer den Stecker rausziehen, um euch das Video anzugucken. Nervt mich jetzt schon, aber mit dem Sound bin ich, um auf den Sound mal zurückzuführen, ich bin zufrieden. Also das, was mir bis jetzt angehört hat, außer als mit dem Fiepen, fand ich sehr nice. Und vor allem draußen, wenn ich die Windpuschel benutzen kann, das muss ich noch testen, das wäre sehr nice. Einfach draußen das Ding dran machen, labern, dann hier den Tripod nehmen vielleicht oder ohne Tripod geht es auch. Nehme ich einfach das Handy in die Hand, habe nur die Halterung dran mit dem kleinen Mikro. Sie fällt dann auch nicht so doll auf, wenn ich irgendwo rumlaufe. Und dann einfach ein bisschen rumlaufen, labern, so. Auch wenn es windig ist und der versteht mich trotzdem. Das. Bis dann. So, ein letztes Mal, mein lieben Vlogger. Ich habe mir gerade nochmal die Aufnahmen ein bisschen angehört. Habe schon mal es geschnitten, also aneinander gehangen. Und an einer Stelle musste ich es auch sortieren, weil ich halt einen Fehler gemacht habe. Ich muss sagen, der Ton ist wirklich 1A. Also ich muss sagen, ich finde den wirklich geil, den Ton. Es ist ein bisschen Grinch, wenn man weiter weg geht. Das hatte ich an der einen Stelle gemacht. Oder gar nicht im Raum ist. Dann hört sich das so an, als wenn man so einen Speakover machen würde. Ich dachte so selbst, ich habe mir das Video angeguckt, da habe ich gedacht, wird da gerade ein Speakover gemacht? Einmal hat man auch nicht so richtig gesehen, dass ich geredet habe. Und die Stimme war wie so ein Voice-Over, genau. Aber ich finde den Ton geil. Ich finde den Ton geil, das muss ich echt sagen. Ich muss mal gucken, ich versuche jetzt mal, wie hier mit Störgeräuschen ist, wenn sich hier irgendwas bewegt. Ich hoffe, dass da auch nichts ist oder wenn ich immer dran komme. Keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall so, wenn ich es ganz normal benutze, 1A der Ton. Genau so will ich ihn haben. Ich habe das ja auch schon in den anderen YouTube-Aufnahmen schon gehört. Ich fand den Ton immer geil von dem Gerät. Und wenn das jetzt noch mit dem Windbüschel draußen funktioniert, ich bin begeistert. Das Licht finde ich geil. Ich habe jetzt mal so ein kleines Licht, einfach, wo ich mich auch mal ein bisschen ausleuchten kann und auch die Produkte. Habe ich alles schon gesagt. Auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Setup, dass ich jetzt hier mobil bin, habe ich auch schon gesagt. Einfach nochmal als kurze Zusammenfassung. Ich habe das einfach in der Hand. Es ist klein, ich habe es einfach in der Hand. Es ist fast kabellos. Jetzt habe ich den Tripod noch dran. Den Tripod brauche ich gar nicht. Wenn ich dann es noch reduziere auf... Ich brauche diesen Anschluss nicht, sondern nur dieses MagSafe. Dann ist es richtig klein. Dann mache ich mein MagSafe hinten dran, baller das Mikrofon dran, den Empfänger dran und bin einfach startklar. Es ist einfach geil. Und ja, keine Ahnung. Es ist einfach nur schön. Ich denke und hoffe, dass dann jetzt auch mehr Videos kommen werden. Jetzt habt ihr schon mal eine halbe Stunde Video. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Aber ich wollte es auch nicht so, keine Ahnung, mal auf Krampf irgendwie kürzer machen. Also ich habe einfach erzählt, was jetzt ist. Und so mache ich es. Ja. Bis dann.
gehe jetzt schlafen. Vielleicht lade ich es vorher noch hoch. Mal gucken, wie lange es rendert. Und abgevloggt. Und schreibt mal eure Meinung rein auf jeden Fall. Ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet. Wie findet ihr den Ton? Wie findet ihr das Licht? Findet ihr das besser, wie es sonst war? Keine Ahnung. Naja, bis dann und abgevloggt. So, nochmal der, doch nochmal der allerletzte Nachtrag. Es ist nicht die Polizei hier, sondern das Teil blinkt. Ich finde es sogar, wie es aussieht. Ich finde, ich weiß nicht, wie das geht. Hier ist ein Button, einmal für iOS, einmal für Android. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um das zu benutzen. Ich drücke hier drauf auf den Button, aber es passiert dann halt nichts. Und es ist ja auch noch gar nicht gekoppelt in meinem Gerät. Ich weiß auch nicht. Na, ich muss mal gucken, wie das hier geht. Das wäre natürlich schon echt geil, wenn ich irgendwie weiter weg bin und dann auch einfach auf Start drücken kann. Und dann starte ich so, yo, das Video, oder ich komme hier, wie der Schauber hier. Moin, meine lieben Vlogger. Ja, nee, der sagt was anderes, aber das wäre schon cool, wenn ich das auch noch hiermit so das Video starten könnte. Mhm. Ja, gut, das hatte ich nur vergessen. Wenn das auch noch funktioniert, mega nice. Abgevloggt. Das wird einfach eine Stunde Video und eine Trilogie. So, ich muss doch nochmal ein Update geben. Ihr merkt schon, ich habe hier die freie Kameraführung. Ich habe jetzt einfach, ich habe es vom Tripod abgemacht. Ich habe also jetzt nur noch diese Halterung, die so aussieht wie die hier. Diese Halterung da dran. Und da dran an dieser Halterung hängt dann halt dieses Gerät, also der Empfänger davon. Und ich habe es jetzt einfach so in der Hand, kann rumlaufen, wie gewohnt in den Vlogs. Ja, könnte ein bisschen kleiner sein, aber wie gesagt, wenn die MagSafe-Lösung da ist, dann ist es noch weniger auffällig von der Größe her, glaube ich. Und auch komfortabler noch in der Hand zu halten. Das wäre, glaube ich, nochmal die Ultra-Optimierung, aber so ist es geil. Wenn ich jetzt so durch die Gegend laufe, man sieht es schon. Man sieht es schon so, denkt sich, keine Ahnung, dass dieses Teil hier, die leuchten ja auch und so, und das andere leuchtet auch so ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm. Du hast einfach ein Handy in der Hand, wo ein bisschen was dran ist. Wo ein bisschen noch so ein, wo ein noch mal so ein Teil dran ist. Und halt noch so ein Kabel, was man halt noch sieht. So. Es ist aber nicht schlimm. So. Du kannst damit richtig geil durch die Gegend laufen, einfach vloggen, ohne dass es irgendwie aussieht, als wie hier. Wie dieses Selfie-Stick Kasper. Genau, das ist mir auch wichtig. Und auch, das ist mir eben gerade aufgefallen, ich habe immer den Finger vor das Mikrofon gehalten. Unten ist das Mikrofon nur vom iPhone. Ich habe immer den Finger davor gehalten und das passiert mir jetzt einfach nicht mehr. Beziehungsweise ich halte ihn dann davor, aber es ist egal. Man merkt, ich bin echt happy. Und es wird ja einfach, die Staffel wird nie enden. Abgevloggt. So. Doch nochmal ein Update. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, man nimmt dieses Empfangsgerät, man macht dieses, das hier gar nicht dran, sondern man nimmt das Empfangsgerät, dieses hier, ich zeige es euch, hier, mit dem Kabel dran, einfach in dieselbe Hand, wie ihr das Handy haltet. Und dann versteckt ihr die Kabel so ein bisschen auch in der Hand und dann habt ihr aus dem Handy raus, hier unten, nur so ein kleines weißes Kabel rausgucken, was dann nach hinten in die Hand reingeht. Und der Empfänger ist komplett in der Hand sozusagen versteckt. Und dann sieht niemand, dass ihr überhaupt noch irgendein externes Equipment habt, außer natürlich das hier. Kann man aber auch sehr gut verstecken, gibt es auch Videos zu. Aber dann ist es wirklich komplett undercover. Also, ja. Das wollte ich auch nur nochmal gesagt haben. Staffelfinale kommt.